Hallo, du wundervoller Mensch und herzlich willkommen beim Seelenschokoladen-Podcast. Mein Name ist Julia Colella, ich bin Wirtschaftspsychologin und Hypnosetherapeutin und heiße dich ganz herzlich willkommen bei dieser heutigen Podcast-Folge live aus Thailand. Ich bin gerade hier auf einer wunderschönen kleinen Insel in Thailand. Seit über 2 Wochen jetzt bin ich mit meinem Freund unterwegs und wir machen Inselhopping in Thailand. Wir waren zuerst in einer ganz kleinen Insel unterhalb von Phuket gewesen. Die fanden wir allerdings ein bisschen zu klein. Also zu kleine Inseln haben halt den Nachteil, dass es dann zum Beispiel keine Laundry gibt oder nicht so gutes Internet. Ist als Luxus-Nomadin mit einem eigenen Online-Business und Unternehmensleitung nicht empfehlenswert. Eher so ein Ticken größere Inseln. Und jetzt haben wir halt wirklich eine ganz tolle Insel hier direkt neben Phuket. Das Internet ist gut, also so, dass du arbeiten kannst. Und es ist so traumhaft schön. Also ich sitze einfach gerade hier und die Felsen schauen aus dem Meer heraus. Wie so kleine Mini-Inseln. Drumherum kann man schnorcheln. Ich sehe immer wieder Fische hier schwimmen und wo wir hier mit dem Boot gefahren sind, jedes Mal habe ich überall Fische gesehen. Ich liebe das. Ich liebe es schon immer, auf dem Boot zu sein, zu schnorcheln, zu tauchen. Ich habe mit 13 Jahren schon meinen Open Water Diver gemacht, also Wasser ist total mein Element und wenn ich natürlich hier auf so einer perfekten Insel bin, mein Herz ist so boom. Das ist so, so schön hier. Stell dir einfach vor, du sitzt jetzt hier neben mir auf dieser wunderschönen weißen Matratze und schaust mit mir aufs Meer. Vielleicht hörst du es auch im Hintergrund. Ich liege hier an so einem ganz kleinen Strandabschnitt. Hinter mir ist die einzige Straße, die es auf dieser Insel gibt. Deswegen, es wird ab und zu mal ein Moped vorbeifahren. Ich bin letzten Monat, wo ich in Bali war, so viel Moped gefahren. Da gibt es ja Grab. Grab ist übrigens ein super Tipp für alle, die reisen. Es ist eine App, du kannst dir einen Fahrer bestellen, du kannst dir Essen bestellen. In Bali ist es ein ganz tolles System, wo du dir sogar Sachen aus der Apotheke oder vom Supermarkt bestellen kannst. Und auch den Service, dass jemand kommt, dich mit dem Moped abholt und mit dir dahin fährt, wo du hin möchtest. Und für mich ist das die beste Art und Weise zu fahren, gerade in Bali, weil diese wundervollen Locals sind einfach so freundlich und so nett. Und ich liebe es, denen Trinkgeld zu geben, wenn du denen einfach das Doppelte mal gibst, was für uns halt, ja, easy ist, ist für die halt so der Hauptgewinn. Und diese unglaublich lieben Menschen berühren einfach mein Herz. Bali ist so Herzchakra und Herzöffnung. Und hier empfinde ich gerade in Thailand so unfassbare Weite. Irgendwie so Erdung, gleichzeitig aber auch dieses unendliche Potenzial. Ich habe so viele Impulse. Mein Kopf ist ein richtiges Feuerwerk. Ich träume mega intensiv. Und ich habe so viele Ideen für neue Projekte. Bin auch schon an einigen am Arbeiten. Es macht sehr viel Spaß und Freude. Es ist aufregend, natürlich. Natürlich sind so neue Projekte immer sehr, sehr aufregend. Und genieße hier diesen Ausblick. Ich werde auf jeden Fall auch zu dem Post von der heutigen Podcast-Folge ein paar Bilder für euch hochladen auf Instagram. Dass du mal siehst, was ich meine. Es sind so Berge, die so hintereinander sind. Und ich hatte dieses Bild, also ich habe dieses Bild auf meinem Vision Board drauf und jetzt sitze ich hier einfach und nehme für dich diese Podcast-Folge auf und es ist so ein bisschen surreal. Es flasht mich einfach diese Schönheit. Also wenn du mal hier bist, ja neu, kann ich dir sehr empfehlen, hier diese Insel mal mit dem Moped abzufahren, schnorcheln zu gehen, die Natur zu genießen und diesen Ausblick, weil der ist wirklich, der ist unbezahlbar, der flasht mich einfach.
ich saß wirklich beim Frühstück und ich sitze da und ich bin so gerührt. Mein Freund so, mein Gott, was ist los? Ich so, es rührt mich einfach so sehr. Es ist so schön. Es ist mein Vision Board Moment. Weißt du, mein Vision Board Moment. Und er so, okay. Ah, ihr Lieben. Ja, was mich momentan so bewegt, außer dieser wunderschöne Ort hier, ist der momentane Zeitgeist, die Transformation, die Entwicklung, die Revolution, die gerade passiert. Es gibt einfach momentan so viele Möglichkeiten, so viele Türen, die aufgehen, so viel Veränderung. Manche sprechen auch von externen Krisen. Gleichzeitig sind aber Krisen immer auch Chancen. Also jede Krise, die es gab, hat auch immer Gewinner und Verlierer hervorgebracht. Ohne das jetzt mal zu bewerten. Zum Beispiel auch schon während der ganzen C-Zeit war für mich so, okay, wie kann ich als Gewinnerin aus dieser Zeit, aus dieser Herausforderung hervorgehen und gleichzeitig eine externe Krise nicht zu einer internen Krise zu machen. Ich wiederhole es nochmal kurz. Wie kann ich es schaffen, diese externe Krise nicht zu einer internen Krise zu machen? Wie kannst du im Inneren Freiheit, Frieden, Freude kultivieren? Und was ich gerade lerne, ist, wie wir die neueste Technik und die neuesten Möglichkeiten nutzen können, gerade für Online-Business, für Dienstleistungen, für Frauen, die Dienstleistungen anbieten, für meine ganzen Kunden, für Projekte, für Unternehmen, Agenturen, was einfach gerade so geht. Und schau mir an, wie kann ich, beziehungsweise wie können meine Kunden auch KI und AI nutzen für ihr Business, für leichtere Content-Kreation, für deine Videos, Instagram, TikTok und Co., für leichtere Videobearbeitung, um auch jedes Format bearbeiten zu können, dass automatisiert Untertitel erstellt werden, dass alles direkt gecuttet wird. Und da gibt einfach KI und AI so geniale Tools, das ist einfach komplett revolutionär. Es ist einfach so mega genial, was da möglich ist. Und ich habe jetzt einfach super viele verschiedene Tools ausprobiert und auch so herausgefunden, welche funktionieren denn für Coaching, Dienstleistungsbusiness so am besten. Was ist am besten für meine Kunden? Und auch wie sie KI, AI als unterstützendes Tool nutzen können für ihr Marketing, für ihre Traumkundengewinnung. Und in dem Zuge natürlich unterstützend, also kein Tool wird dir jemals die Kundengewinnung abnehmen. Du darfst schon da deine Energie reingeben und auch eine Klarheit. Und ja, es ist einfach so, so genial. Ich habe diese Woche 2 Coachings gehabt. Meiner einen Kundin helfe ich gerade, stabil 5-stellige Monate zu erzielen. Und die andere Kundin, die hat schon, mehrere Unternehmen. Und da geht es jetzt auch in die Richtung, wie kann ich das erste Mal einen 6-stelligen Monat schaffen? Ich habe dieses Ziel schon erreicht. Es war das erste Mal 2021, wo ich das geschafft habe. Und dafür braucht es halt einfach nochmal eine ganz andere Herangehensweise, eine andere Strategie, definitiv auch ein Team. Also sonst macht es einfach keinen Spaß, du willst ja nicht alles selber machen. Und gleichzeitig darfst du natürlich schon verstehen, was zu tun ist und was für Schritte von dir gegangen werden dürfen. In dem Coaching mit den 2 Kundinnen habe ich ihnen jetzt gezeigt, was es für Video KI-Tools gibt, also künstliche Intelligenz für Videobearbeitung, für Schnitt, dass du quasi einfach ein Video hochlädst und es dir direkt die Reels erstellt mit Untertiteln. Das ist so ein Gamechanger, dafür hat man vorher 2 Freelancer gebraucht. Das hat Stunden gedauert, die besten Takes rauszusuchen, die besten Stellen rauszusuchen.
Dann wurde die bearbeitet von einem Videocutter, dann noch Untertitel rein. So krass, dass das jetzt einfach quasi per Knopfdruck möglich ist. Mind-blowing, Leute. Ja, meine Kundin halt auch mega geflasht und so, boah, krass, was da alles möglich ist. Und ich meine, diese Tools, sie können nicht hexen, sie vereinfachen einfach gewisse Prozesse, gerade für Leute, die jetzt nicht so technikaffin sind wie ich zum Beispiel. Ja, das ist der ganze Zeitgeist, der mich gerade sehr, ja, interessiert, und ich lerne gerade unfassbar viel. Und ich bin sehr dankbar für mein Riesennetzwerk an Freundinnen, Selbstständigen, Unternehmerinnen, die über die ganze Welt verteilt sind. In Bali, in Indonesien, Australien, bis nach Neuseeland und hier in Thailand und in Dubai. Ich bin so dankbar dafür, dass ich mich mit meinen Freundinnen austauschen kann und wir einfach auch ganz viel voneinander lernen dürfen. Und ich fahre gerade hinter mir ein Longtail-Boot vorbei. Es ist ein ziemlich langes Boot mit einem Außenmotor, der an so einem Stab befestigt ist. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber sieht sehr lustig aus. Ja, es ist auf jeden Fall gerade einfach eine Riesenfreude, es selbst zu lernen und meinen Kundinnen beizubringen, wie sie am leichtesten KI und AI und die neueste Technologie wenden können für Content Creation, weil Content Creation ist einfach, es ist einfach ein wichtiger Part vom eigenen Business. Ob du es jetzt selber machst, ob es deine Assistentin macht, es gehört schon einfach dazu, ja. Es ist ein wichtiger Part vom Business, und alles, was es leichter macht, Videos zu bearbeiten und so kleine Videosnippets zu erstellen, easy zu sein mit Untertiteln und dass es einfach leicht geht. Ich habe so lange nach sowas gesucht und ich bin so dankbar dafür, dass es jetzt gekommen ist. Es ist sowieso ein Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist. richtig flashig. Ich habe jetzt erstmal meinen Mitarbeitern auch Schulungen gekauft für KI, und mir ist auch sehr wichtig, dass ich ihnen jetzt mein ganzes Wissen weitergebe und meinen Kunden, dass sie davon lernen können. Also wenn du auch lernen möchtest, wie du KI und AI am leichtesten nutzen kannst für dein Business, für dein Marketing, für deine Content Creation, wenn du auch diesen neuen Zeitgeist in dein Business bringen möchtest, kannst du dir super gerne einen Call mit mir buchen. Dieser findet via Zoom statt und ich kann dir dann direkt auf dem Bildschirm zeigen, mit was ich arbeite und wie du es umsetzen kannst und was du genau brauchst und was es für Lösungen dafür gibt. Und ich freue mich natürlich, dich persönlich kennenzulernen und dich zu unterstützen, die beste Version deiner selbst zu leben. Und was auch ganz spannend war das Thema diese Woche mit der Angebotserstellung. Vielleicht bist du auch jemand, der ein neues Angebot erstellen möchte, weil ich fühle das selbst, also gerade viele Kunden von mir haben das, dass sie was Neues haben möchten. Und vielleicht möchtest du da bei der Launch-Strategie, bei der Angebotserstellung für Klarheit, für Freude beim Prozess gerne ein Mentoring haben, kannst du dir super gerne deinen ersten Call buchen unter dem Link in den Shownotes. Ich werde jetzt zu meinem Freund oben an den Pool gehen, der wartet schon auf mich, und springe jetzt eine Runde im Pool. Ich wünsche dir ganz viel Liebe hier von dieser wunderschönen Insel, ganz viel Liebe aus Thailand, ganz viel Sonnenschein und Wärme. Ich hoffe, du hast einen phänomenal fantastischen Tag. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und Gute. Deine Julia Colella.